Mit der Bernina 830 können Sie nicht nur Stickmuster aussticken, sondern auch Nutzstiche, Knopflöcher und Dekorstiche. Wählen Sie aus den verschiedenen Stichkategorien und importieren Sie diese direkt ins Stickmodul zum Aussticken auf Kleidungsstücke, Heimtextilien, Handarbeiten und Quilts. Dekorstichfeld drücken und Kategorie 1043 wählen. Spezialstiche. Stich Nummer 1065 wählen. Zum Importieren des Stichmusters in den Stickmodus Stickmodulfeld drücken. Der gewählte Stich wird nun im Ordner Eigene Stickmuster als Stickmuster gespeichert. Zum Öffnen auf das Feld drücken. Auf das Motiv drücken und der Edit-Bildschirm erscheint. Das Motiv kann nun verschoben, proportional oder disproportional vergrößert und verkleinert, gedreht, gespiegelt, kombiniert oder dupliziert werden. Feld Duplizieren drücken. Das duplizierte Motiv wird markiert und kann bearbeitet werden. Feld Stickmuster verschieben drücken. Zoom drücken zum einfacheren Platzieren. Zum noch exakteren Platzieren Raster drücken und in der Rahmenmitte erscheint ein Fadenkreuz. Raster nochmals drücken und im Rahmen erscheint ein Raster. Motive wie gewünscht platzieren. Zum Deaktivieren der Zoom-Funktion das Feld nochmals drücken, Umschaltfeld drücken und die Motive werden als Musterkombination markiert. Speichern Sie Ihr neues Motiv vor der Weiterbearbeitung durch Drücken von Speichern. Das neue Motiv blinkt und erscheint zuvorderst. Zum Speichern auf das Motiv drücken. Wählen Sie einen größeren Stickrahmen, zum Beispiel den Jumbo Hoop. Jetzt können Sie nämlich selber auf einfache Weise einen bestickten Stoff kreieren. Dieses Dekor-Stichmuster kann nun in ein Bordürenmuster umgewandelt werden. Feld Bordürensticken drücken. Anzahl der Motive auf 4 erhöhen. Feld In Rahmen passen wählen. Die Motivgröße wird automatisch der Rahmengröße angepasst. Um die ursprüngliche Größe beizubehalten, Minus-Symbol drücken oder das Funktionsfeld. Als Hilfe beim Umspannen nach dem Aussticken der ersten Sequenz werden automatisch Referenzpunkte gesetzt oder können selber programmiert werden. Beidseits vertikal oder seitlich, je nachdem, wie der Stoff umgespannt werden soll. Mit OK bestätigen und der Edit-Bildschirm erscheint. Motiv im Ordner Eigene Stickmuster speichern. Die ursprünglichen Stickmotive, jetzt in der Rahmenmitte, können einzeln bearbeitet werden. Drücken Sie viermal Duplizieren und positionieren Sie die duplizierten Reihen mit Drag and Drop. Dazu das Umschaltfeld drücken und jede Reihe beliebig platzieren. Im Gegensatz zur ersten Reihe sind die duplizierten Reihen gruppierte Motive und können nur als Gruppe bearbeitet werden. Stickmuster unter Eigene Stickmuster speichern.